Ja, hallo, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie auf dem Kanal Rovido Basida für spontane, improvisative, dokumentarische und authentische Videos. Ich bin Klaus von der älteren Generation, der Babyboomer auf dem Weg ins On-Life. Und das ist auch das Programm dieses Vlogs, in dem ich darüber berichte, wie ich quasi die Transformation in die digitale Gesellschaft für mich persönlich umsetze. Und das heißt im Moment für mich vor allen Dingen YouTube, und auf diesem Kanal sehen Sie mich gerade. Gestern hatten wir also den 11., heute haben wir den 12.02.2019 und gestern habe ich also 7 Videos gemacht. 3-4 Spielevideos und 3 normale Videos, 2 Essensvideos und 1 Sesselvideo. Heute habe ich schon 3 Videos, 2 Videos gemacht, also ich habe 2 Spiele heute gemacht. Einmal das Spiel Word Connect, also so eine App, nennt sich Wortspiel, die Gattung, und in dieser Gattung habe ich also das Spiel Word Connect gemacht. Da geht es darum, so aus einzelnen Buchstaben dann so Wörter zu bilden, und man bekommt durch Zufall dann immer so ein paar Buchstaben vorgegeben und dann muss man daraus dann 2, 3, 4, 5 oder 6 buchstabige Wörter bilden. Und daran knabbere ich mir manchmal morgens die Zähne aus, wenn ich noch welche hätte. Ja, also heute habe ich 20 Minuten für meinen Word Connect gebraucht und da musste ich sogar nach 2 Buchstaben verkaufen, weil ich wusste gar nicht, was ein Gel ist und weiß es immer noch nicht. Ich habe nicht nachgeschaut, was ist ein Gel? G-E-L. Ein Gel. Hat man schon mal gehört, aber ist irgendwie so ein Spezialbegriff. Ich weiß nicht, was es bedeutet. Was ist ein Gel? Ein Gen ist klar, aber ein Gel. Also ein Gen ist die Erbinformation und ein Gel, irgendwas aus der Chemie, oder muss ich mal nachschauen. Ja, das war also das Wortspiel, und das zweite war ein Sudoku. Da kam ich heute gut durch beim Sudoku. Ich bin jetzt Stufe 18, also Level 18 habe ich erreicht. Und ich nutze da dieses Lens. Dieses Lernsystem von Sudoku, von Brainium, glaube ich. Und das finde ich sehr schön. Auch so von der Farbe sehr angenehm. Ja, das war also das von gestern. Dann habe ich 2 Essensvideos gemacht, mein Müsli und mein Mittagessen. Und dann habe ich noch das Essenwort gemacht. Das waren 3 Stück gestern. Ja, das ist also die Videoproduktion. Dann habe ich gestern wieder 2 Filter angewendet mit OpenShot. Ich glaube auf das Müsli. Also auf das Müsli-Video gestern habe ich also 2 Filter angewendet. Und natürlich versuche ich den, so auch wie jetzt, wieder bei diesem Bild ist die Helligkeit, dadurch, dass ich hier so eine Gegenlichtaufnahme habe. Das Fenster ist hier sozusagen in meinem Rücken und da habe ich warme, so eine Gegenlichtaufnahme, und das werde ich nachher also herunterdrehen. Das ist jetzt keine Inszenierung, das ist jetzt einfach, damit das so einigermaßen okay ist, das Bild so für meinen Geschmack, also dass es nicht so hell ist. Und momentan scheint mir das Bild wirklich zu hell zu sein. Deswegen muss ich das herunterdrehen. Und der Ton kommt meistens über das Lavaliermikrofon und der haut auch so richtig rein. Und von daher muss ich den Ton auch immer ein bisschen runterdrehen. So einregeln. Meistens haue ich dann also 10 dB rein, minus. Und bei minus 10 dB geht der Ton so einigermaßen. Ja, also das ist Thema Videoproduktion. Ja, bei meinem Gaming macht Fortschritte, Streaming macht keine Fortschritte. Mit den Beinen ist heute wieder so eine Sache.
Mal kann ich gut laufen, mal kann ich gut stehen, dann wieder weniger gut. Und heute ist es wieder weniger gut. Ich leide nicht, aber wenn ich stehe nach längerer Zeit, habe ich doch das Bedürfnis, mich hinzusetzen, weil ich dann doch in den Waden wieder irgendwie Schmerzen habe. Ich weiß nicht genau, wo das herkommt und was ich dagegen tun kann. Im Moment ist meine Standardanwendung hier Wärme. Mache also immer noch da Nieren- und Rückenwärmung und hoffe dann, dass es dadurch irgendwann besser wird und besser geht. Ja, einkaufen war ich heute noch nicht, liegt noch vielleicht an. Ich habe zwar alles, aber was könnte ich holen? Ja, ich bräuchte Briefumschläge, ich bräuchte vielleicht auch Briefmarken. Ja, mal sehen. Ja, dann Essen ist natürlich meine Essenslektüre. Hatte ich schon erzählt, dass ich momentan, also am Sonntag oder am Samstag oder am Freitag, glaube ich, habe ich das Buch von dem Dr. Bernhard gekauft. Das Buch über Diabetes. Und darin erklärt er sehr detailgenau und kompetent, wie das mit der Ernährung so zusammenhängt, was man so essen soll und was nicht und wie sich das insgesamt auswirkt auf das metabolische System. Und durch ihn habe ich jetzt überhaupt erstmal die Bedeutung von Fett verstanden. Also ich hatte bisher drei Ratgeber. Da war einmal der Schnitzler, Dr. Schnitzler, ein Zahnarzt und Vegetarier, der hat ein sehr schönes Kochbuch geschrieben und so. Und den habe ich gehört, da habe ich seine Bücher zum Thema Blutdruck gelesen. Da hat er zwei Bände geschrieben und hat sich da richtig engagiert und konnte sich aber nicht durchsetzen gegen die Schulmeinung. Und er war also der Meinung, dass das Gewicht natürlich die Rolle spielt und die vegetarische Ernährung. Und dann hat er so Rezepte gemacht mit 1600 Kalorien und dann ein sehr schönes Kochbuch und so. Und wenn ich das umgesetzt hätte, dann wäre ich heute schon viel weiter. Aber leider habe ich dadurch zwar aufgenommen, dass man Sprossen essen soll und dass man das Vegetarische essen soll, aber die Bedeutung vom Fett habe ich dadurch nicht verstanden. Der zweite Tipp, den ich bekam, war der Dr. Esselstyn, Essen gegen den Herzinfarkt heißt das Buch. Das habe ich auch sehr intensiv gelesen und der war schon etwas vertrauenswürdiger. Bei dem ersten, beim Dr. Schnitzler, hat mich jetzt gestört, dass er ein Außenseiter war. Ich habe zwar ein Herz für Außenseiter, aber sagen wir mal, bei solchen wichtigen Sachen wie Ernährung und Essen und so und Blutdruck hat man dann doch so Zweifel, ob man dem glauben soll oder irgendjemanden da mit vielen Titeln und die da so Leiter sind, da von solchen Zentren und so weiter. Es gibt extra so Bluthochdruckzentren und also der Dr. Esselstyn hat so auch empfohlen, kein Fett. Er hat das mehrmals gesagt, auch als Veganer, kein Fett, keine Avocados, keine Nüsse, kein Nichts. Keine, aber er hat keine Erklärung beigegeben oder ich habe das nicht verstanden. Jedenfalls war er der Meinung, wenn man kein Fett isst, dass sich dadurch quasi die Arterien, die also mit der Zeit mit Plaque angereichert sind, und dass die Arterien sich dadurch wieder öffnen. Und er hat dann da so Beispiele gebracht und so Experimente, an denen er gezeigt hat, dass also sich die Arterien dann wieder öffnen. Also sogar wenn die verkalkt sind, öffnen die sich wieder.
Dadurch habe ich also umgesetzt, durch ihn habe ich umgesetzt, dass man also kein Fett essen soll und dass man vegan essen soll. Das habe ich also gemacht, das habe ich geschafft, was schon ein großer Erfolg für mich ist. Aber das mit dem Fett, ich war fettfrei, lässt bei mir so einen Interpretationsspielraum zu. Und jemand, der so früher, sagen wir mal, Margarine, Butter und Öl und viel Fleisch gegessen hat, für den ist jetzt fettfrei quasi das, was ich gemacht habe. Das heißt, mein Nagel enthielt noch Fett, aber minimal. Nur so 50 Gramm, so was man gar nicht sieht. Also zum Beispiel Leinsamen habe ich morgens drei Löffelchen genommen und dann habe ich da zwei Haselnüsse und drei Mandeln reingemacht in mein Müsli. Und das summiert sich, das sind ja auch schon wieder 20 Gramm Fett ungefähr. Und dann kamen da noch Paranüsse dazu, weil die sind gut gegen Selenium. Dann muss ich da am Tag noch zwei, drei Paranüsse essen. Ja. Und das sind dann schon 30, 40 Gramm. Und da kommt dann ein Schuss Mayonnaise oder Remouladensoße, die kommt in die Soße. Und die Soße kommt dann über das vegane Gemüse. Ja, und das war dann natürlich auch so, dass ich dann so im Durchschnitt ungefähr 50 Kalorien hatte, 50 Gramm Fett am Tag. Nicht viel im Vergleich zu früher war das jetzt wenig, aber diese 50 Gramm Fett, die ich jetzt da über einen längeren Zeitraum dann auch immer zu mir genommen habe und dann auch in dem Bewusstsein eigentlich, dass ich eigentlich fettfrei esse und dass ich eigentlich vegan esse und dass ich eigentlich gesundheitlich genau das Richtige mache und tue, was ich machen und tun soll und kann. Und das war leider ein Irrtum. Und durch diesen Irrtum, auf diesen Irrtum, hat mich jetzt erst der Dr. Bernhard aufmerksam gemacht in seinem Diabetesbuch, weil er nochmal dargelegt hat, wie wichtig halt dieses Fett ist. Und Fett und fettfrei, das heißt null Fett, 0 Gramm Fett zuführen. Also null Nüsse, null Leinsamen, der hat auch sehr viel Fett, und null Mayonnaise. Null. Und Fertigsoßen auch mit null Fett. Oder vielleicht mal mit 2 bis 3 Gramm, aber ansonsten null. Null Fett. Das heißt ja, in dem Gemüse und so, in den ganzen Sachen ist ja auch ein bisschen Fett drin. Also minimal, ne? Aber wenn ich jetzt also 50 Gramm Fett habe, dann sind das auch schon 450 Kalorien am Tag, die ich dann nur durch das Fett zu mir nehme. Und dieses Fett, was wird natürlich auch irgendwo angelagert, abgelagert. Und auch beim Veganer wird das abgelagert. Weil das Fett wird ja nicht verbraucht, wenn man die nötige Bewegung hat. Und dadurch habe ich dann also, ich hatte ja 93 Kilo erreicht durch meine Ernährungsumstellung und bin dann dieses Jahr schon wieder auf 93 hochgeklettert und das trotz meiner Meinung von fettfreier Ernährung trotzdem umgesetzt. Das war natürlich frustrierend und hat mich irritiert und da kam jetzt der Dr. Bernhard genau richtig, der es nochmal gesagt hat und mir erklärt hat, wie das genau mit dem Fett funktioniert, dass also das Fett quasi in den Zellen die Insulinaufnahme blockiert und verhindert. Er sagt, das Fett verklebt quasi in den Zellen die Glukoseintensität oder die Insulinsensitivität. Und dadurch kann die Zelle nicht das nötige Glucose aus dem Blutstrom aufnehmen. Und das Insulin ist ja dafür da, dafür zu sorgen, dass die Zelle das aufnehmen kann. Aber die Zelle kann das nicht, weil die Zelle, weil das Insulin quasi durch das Fett behindert und blockiert wird. Und dadurch
kann also die Zellen nicht richtig arbeiten. Die kann nicht die Energie, die sie braucht eigentlich, die kann sie nicht umsetzen. Und bei 6 Billionen Zellen, die wir haben, ungefähr, ich habe die nicht selber nachgezählt, können Sie sich denken, sondern ich habe die Zahl auch wieder irgendwo aufgegriffen. Die Japaner reden sehr viel, also in den Büchern der Japaner, ich habe da einige gelesen, die reden sehr häufig von 6 Millionen, von 6 Billionen Zellen. Ja. Und durch diesen Mechanismus wird erstmal nicht nur der Diabetes gefördert durch das Fett, sondern es wird auch gefördert, dass quasi die Zellen, die Mitochondrien, die müssen sich ja auch regenerieren. Da müssen dann neue kommen und das Fett blockiert also auch die Gene. Das heißt, die Zellen produzieren dann weniger Mitochondrien und die Mitochondrien, die sollen das Fett verarbeiten und dann die Energie für die Zelle ausziehen. Das heißt, das ist ein ganz tückischer Vorgang, dieses Fett. Und das muss also raus aus dem Körper, weg. Und wenn sich das Fett dann auch irgendwo ansammelt, so ein Bauchfett oder so, das viszerale Fett, dann wird das erstmal richtig. Dann wirkt das von dort eine Fernwirkung und die strahlt dann auch wieder negativ aus auf verschiedene andere Systeme. Ja, schön, dann ich muss mal eben zur Gegend und kurz aufmachen. Der Briefträger. Das war also der Briefträger. Hier, wo war ich stehen geblieben? So, jetzt hier bin ich wieder. Also, das war der Briefträger, das ist mein Smoothie. Ja. Also, das mal dazu. Ja, und jetzt habe ich also seit 4 Tagen Diabeteskost, strenge Rigide Diabeteskost. Und ich hoffe, dass sich das dann auswirkt. Also der Dr. Bernhard sagt also, dass wenn ich diese Diät hier umsetze, über Monate, Jahre, dass ich dann mein Fett abbaue. Und dass ich auch mein Gewicht verliere. Die haben also da eine Studie gemacht, wo Leute, also diese Ernährung, die er da empfiehlt, also er empfiehlt Hülsenfrüchte, er empfiehlt Gemüse, er empfiehlt Getreide und Obst. Also von diesen 4 Lebensmittelgruppen sollen wir uns ernähren. Und von den beiden Prinzipien sollen wir uns danach leiten, fettfrei, vegan und niedriger glykämischer Index. Das sind also diese 3 Sachen und das meiste mache ich schon alles, aber halt nur das Fett. Das Fett ist ja sozusagen das Einzige und ausgerechnet auch noch das Wichtigste, das ich da vernachlässigt habe. Also seit 4 Tagen also esse ich jetzt strikt fettfrei und ich habe auch schon einige Gerichte, neue Gerichte kreiert,
So Linsen, Gerste, Reis, so eine Kombination aus Gerste, Linsen und Reis, die sehr gut sättigt. Und dann kommt dann noch Gemüse dazu. Und natürlich mein Smoothie und mein Müsli. Also am Smoothie habe ich nichts geändert. Und der besteht ja nur aus Quinoa und aus Quinoa, Kakaobohnen und die natürlich auch etwas Fett haben. 2, 3 Gramm schätze ich mal so. Und also so komplett fettfrei ist das immer noch nicht, aber das sind halt ganz geringe Mengen. Aber ich weiß gar nicht so den Unterschied. Was macht jetzt den Unterschied, ob man jetzt 5 Gramm macht oder 10 Gramm Fett? Oder und habe ich jetzt heute wirklich weniger Fett wie früher? Früher habe ich halt mit Öl gebraten und Margarine so aufs Brot gestrichen. Waren das dann mehr wie 50 Gramm oder weniger? Ja, also das ist jetzt das, was ich momentan mache. Ich habe jetzt heute den vierten Tag, Diabetes, Diät, könnte man sagen, oder fettfrei. Der vierte Tag fettfrei. Und er sagt also, dass in den Studien, die sie durchgefügt haben, in den Studien, die sie durchgeführt haben, dass in diesen Studien die Leute in 12 Wochen um 7 Kilo abgenommen haben. Also quasi ungefähr 1 Pfund pro Woche. Und das kommt so mit meiner Rechnung auch hin. Ich weiß nicht, ob das die Wirkung jetzt auch eintritt, wenn man quasi schon Veganer ist und dann nur auf das Fett verzichtet. Aber das werden wir dann sehen. Also sozusagen setze ich die optimale Ernährung in Stufen um. Erst vegan und jetzt dann noch fettfrei und niedriger glykämischer Index. Das hat jetzt neu hinzugekommen. Gemüse und so, vegetarisch habe ich ja vorher auch schon gegessen. Und allerdings hat mich gewundert, dass natürlich jetzt die Kartoffeln da so schlecht abgeschnitten haben bei ihm. Die haben einen hohen glykämischen Index. Und Bananen auch. Und das sind sozusagen die 2 Produkte, die jetzt pro Tag da ein bisschen reinhauen bei mir. Ja, das ist das, was sich hier ereignet im Leben eines Rentners, im Leben eines ja, und das Rentnerleben ist ja halt eine Routine, eine Monotonie des Alltags. Der Alltag wiederholt sich und die Probleme sind halt, wie gesagt, Ernährung, Gesundheit und so weiter. Das hat einen höheren Fokus im Alter als jetzt in der Jugend. Und dazu kommt dann halt noch ein bisschen bei mir jetzt YouTube. Und da war jetzt die neue Zielstellung ja Richtung Streaming, aber da bin ich auch nicht so richtig weitergekommen. Das muss ich mal ausprobieren, dass das besser wird. Und daran arbeiten. Aber wie gesagt, ich weiß nicht genau, welche Technik, welche Voraussetzungen ich dazu brauche. Und was ich genau streamen möchte.
Ja, auf meinem YouTube-Channel bin ich also jetzt im Februar bei 64 Videos. Die habe ich also jetzt im Februar hochgeladen. Im Januar waren es 158. Und nächste Woche werde ich die 2000er-Grenze für mich erreichen. Ich habe ja erst im März 18 angefangen mit YouTube. Also angefangen habe ich natürlich schon vorher. So als passiver YouTuber. Und da habe ich ein paar Filmchen hochgeladen, aber das war nur so probeweise. Aber richtig bin ich jetzt erst seit Oktober 18 dabei. Und seit dieser Zeit habe ich also fast 2000 Videos hochgeladen. Was sich dadurch geändert hat, ja. Ich weiß nicht, ob ich jetzt dadurch besser artikulieren kann. Wenn ich mir also so meine Filme da so anschaue, dann komme ich da manchmal ganz gut rüber. Und dann habe ich aber wieder grottenschlechte Tage. Gestern war so einer, da habe ich mich aufgenommen, das war so schlecht. Das habe ich noch nicht mal hochgedreht, noch nicht mal hochgeladen. Das habe ich dann nachher nochmal neu gedreht und eine zweite Version gemacht. Ja, das sieht man dann also. Und von daher diszipliniert man sich dann vielleicht auch ein wenig. Zum Beispiel sehe ich dann erstmal, wie dreckig meine Küche ist oder dass in meinem Pullover noch am Ärmel ist oder sowas. Das sehe ich dann durch das Video. Und ja, gut, das ist dann auch eine Kontrolle sozusagen. Ja, jetzt haben wir also 12:15. Ich habe heute lange geschlafen, bis 10.30 Uhr. Gestern musste ich dann auch diesen Film gucken, diesen schwedischen. Und habe mir dann diesen Müll reingezogen von so einem durchgeknallten Mann, der da meinte, er müsste jetzt auch da sich als Satans Jünger betätigen. Also völlig durchgeknallt und verrückt. Ja, warum ziehe ich mir das so überhaupt rein? Warum schaue ich mir so einen Mist an? Glaube ich, dass ich etwas verpasse, wenn ich das nicht sehe? Das ist die Frage. Das ist auch die Frage an den Zuschauer, warum schaut ihr die Videos überhaupt an? Ja, okay Leute, das war's. Und ich sag mal Tschüss. Mir fällt ja auch nichts mehr ein. Alles Wesentliche und Wichtige wurde gesagt. Und das war's.